Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren 22 für 22 Video. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, hä, sie hat doch schon ein 22 für 22 Video hochgeladen. Ja, aber das waren nur die Bücher, die ich bereits in meinem Bücherregal habe. Jetzt habe ich 22 Bücher für euch, die dieses Jahr erscheinen und die sich sehr gut anhören, die ich deshalb halt gerne lesen wollen würde, die ich euch aber alle wahrscheinlich nur einblenden werde, weil ich sie halt noch nicht besitze. Und deshalb kann ich euch wahrscheinlich halt auch nur den Klappentext jeweils immer vorlesen. Ob ich sie jetzt alle schaffen werde, weil das sind dann ja schon 44 Bücher, werden wir sehen. Aber das sind auf jeden Fall die 22 Bücher von den 30.000 Neuerscheinungen, die mich interessieren, die mich am meisten interessieren. Und weil es halt 22 Bücher sind, würde ich sagen, wir fangen direkt an. Ich habe die Bücher übrigens noch nicht sortiert oder so. Ich reihe sie euch jetzt willkürlich, ich lese sie euch jetzt willkürlich einfach vor. Als erstes hätten wir da Die Nachtschwärmerin von Leila Motley aus dem Echo Verlag. Dieses Buch habe ich tatsächlich auch schon hier. Das ist nämlich ein Leseexemplar. Das soll am 26. April 2022 eben erscheinen und es geht um. Die 17-jährige Chiara lebt mit ihrem älteren Bruder Markus in einem heruntergekommenen Apartment in East Oakland, Kalifornien. Die beiden Geschwister haben die Highschool ohne Abschluss verlassen und sind ohne ihre Eltern auf sich allein gestellt. Chiara versucht verzweifelt Arbeit zu finden, um die Miete zu bezahlen. Doch niemand gibt einer Minderjährigen einen Job. So landet sie schließlich in der Prostitution. Ihr einziger Lichtblick ist der 10-jährige Nachbarssohn Trevor, um den sie sich hingebungsvoll kümmert, bis ihr Name im Rahmen eines Skandalprozesses gegen die Polizei genannt wird. Sagt Chiara dort aus, wird sie alle in Gefahr bringen, die sie liebt. Klingt sehr interessant, sehr aktuell. Ich bin super gespannt darauf. Scheint auch wahrscheinlich sehr gesellschaftskritisch zu sein. Das sind ja die Bücher aus dem Echo Verlag generell sehr. Es gibt auch noch einige aus dem Echo Verlag, die ich gerne lesen will. Ja, und ich bin super gespannt auf jeden Fall darauf. Dann hätten wir noch aus dem Oettinger Verlag Lise Willertsen, sowas wie Sommer, sowas wie Glück, eben aus dem Oettinger Verlag, habe ich das jetzt gerade schon gesagt, weil mein Gehirn ist auch so durch im Momentan. Ich brauche echt Urlaub, glaube ich. Ich gucke jetzt übrigens die ganze Zeit nach unten, weil hier mein Handy ist und ich da die Inhaltsangaben und die Bücher drauf habe. Das Ganze ist ein Jugendbuch und das steht hier nicht, wann es erscheinen soll. Ich meine aber irgendwann zum Sommer hin auch, ich glaube Mai oder so. Genau, und es geht um. Dieser Sommer konnte für Astrid der beste ihres Lebens werden. Mit ihrem Freund Jonas will sie eine Interrail-Reise gehen und die Welt entdecken. Und dann ist da noch Christopher, der Junge aus der Schule, der ihren Bauch kribbeln lässt und nichts lieber will, als sie glücklich zu machen. Alles könnte so perfekt sein, aber zu Hause wartet ihre ältere Schwester Cecile. Sie hat eine Angststörung, unter der die ganze Familie leidet. Kann Astrid für sie da sein und trotzdem ihr eigenes Leben leben? Finde ich sehr spannend, weil ich selber halt viel Erfahrung mit Angststörungen gemacht habe. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, über das mehr aufgeklärt werden sollte, was weniger stigmatisiert werden sollte. Und darum bin ich einfach super gespannt auf dieses Buch. Ich glaube, dass es sehr bewegend sein wird und da freue ich mich einfach mega drauf. Dann ein Buch, was ich gefühlt ständig bei BookTok, also bei TikTok, ins Gesicht gehalten bekommen habe und was jetzt eben im Deutschen auch erscheint, nämlich beim Piper Verlag von der Carrie Maniscalco. Wie gesagt, ich spreche eh alle Namen falsch aus, es tut mir immer so leid. Kingdom of the Wicked, der Fürst des Zorns, das ist der erste Band einer Dilogie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der soll am 28. April 2022 erscheinen. Das Ganze geht so in die Richtung Fantasy. Und ich lese euch wieder den Klappentext vor. Als die junge Hexe Emilia ihre Zwillingsschwester Vittoria ermordet vorfindet, bricht für sie eine Welt zusammen. Zutiefst schockiert will sie Rache üben. Koste es, was es wolle, selbst wenn sie dafür verbotene dunkle Magie einsetzen muss, die sie in Gefahr bringt, von Hexenjägern enttarnt zu werden. Auf ihrer Suche nach dem Mörder trifft Emilia auf einen der 7 dämonischen Höllenfürsten, von denen sie auch von klein auf gewarnt wurde. Dieser behauptet, auf Emilias Seite zu stehen. Doch kann man einem leibhaftigen Höllenfürst trauen, selbst wenn er noch so gut aussieht? Klingt halt sehr so nach so Romantasy, nach einem, ja, netten Dämonenfürst und sowas. Ja, keine Ahnung. Klingt einfach so was, was man so gut wegschmökern kann, sag ich mal. Vielleicht so, also nicht in die Richtung von Akuta, aber
so von der Leseweise her stelle ich mir das so ein bisschen so vor. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann ein Science-Fiction-Buch, was ich tatsächlich schon hier habe, was ich jetzt aber gerade... Ich hole es eben, damit wir alle nochmal bewundern können, wie wunderschön es ist. Es ist der zweite Band der Aurora-Reihe, nämlich Aurora entflammt von J. Christoph und Amy Kaufmann aus dem Fischer Verlag. Und auf dieses Buch habe ich so lange gewartet, es ist jetzt erschienen. Mir fällt gerade auf, ich muss diesen elendigen Spiegel-Bestseller-Sticker noch abmachen. Die nerven mich so sehr. Ich hasse Sticker auf Büchern. Warum tut man das? Aber egal. Wer Aurora nicht kennt, Aurora ist eine Science-Fiction-Fantasy-Geschichte, die in der Zukunft spielt. Und es geht eben darum, dass die Menschen quasi ins All ausgewandert sind und auch nicht die einzige Spezies im Universum sind. Und es gibt eine Academy, wo eben ja, junge Menschen, Aliens, was auch immer, eben ausgebildet werden, um hinterher zu Crews zusammengeschlossen zu werden und quasi Aufträge für die Regierung zu erfüllen. Und ein junger Typ, der eigentlich so zu den Besten gehört, macht einen Abend vor seiner Abschlussprüfung noch einen kleinen Rundflug und entdeckt dabei ein Raumschiff, was vor über 200 Jahren verschollen ist. Alle an Bord sind natürlich tot, bis auf ein Mädchen, Aurora. Und die rettet er eben, verpasst aber durch diese Rettungsaktion seine Abschlussprüfung und kriegt dann als Crew mit, also quasi zugeteilt, die letzten Loser, die keiner wollte. Und die bilden so ein ganz, ja, witziges Team, was sich erstmal gar nicht versteht, hinterher natürlich zusammenrauft. Und als sie auf ihre erste Mission geschickt werden, bemerken die, dass Aurora sich mit an Bord geschlichen hat und dass es mit ihrer Herkunft irgendein Geheimnis auf sich hat. Und es ist eine so spannende Geschichte gewesen. Ich freue mich jetzt so sehr auf den zweiten Band und auf den dritten auch schon. Der ist, glaube ich, auch schon angekündigt. Und ja, kauft ihn euch alle. Ich kann es nur empfehlen. Ich freue mich einfach mega darauf. Ein weiterer zweiter Band, der auf meiner Wunschliste ist, ist der zweite Band von Serafina Black von Robert Beatty, auch im Fischer Verlag erschienen. Der nennt sich Der Ruf der Verwandlung. Wer Serafina Black noch nicht kennt, das Ganze ist ein Kinderjugendbuch, so circa ab 12 Jahren, spielt Ende des 19. Jahrhunderts in einem alten Herrenanwesen, in dem Serafina mit ihrem Vater lebt. Und ihr Vater ist dort eigentlich nur der Hausmeister und sie lebt dort im Verborgenen, im Keller mit ihm, denn keiner soll Serafina entdecken. Sie weiß nämlich, dass sie ein bisschen anders ist. Sie kann im Dunkeln sehen, sie ist sehr leise, sie hat unglaubliche Reflexe. Und dann irgendwann beobachtet sie aber, wie ein Kind in dem Haus entführt wird. Und sie muss jetzt eben aus dem Schatten heraustreten, um diesem Kind zu helfen. Es ist eine unglaublich coole und spannende Reihe. Und mir hat der erste Band super gut gefallen. Darum bin ich jetzt eben super gespannt auf den zweiten Band. Ich finde das Cover auch wieder richtig schön. Und ja, das muss auf jeden Fall auch bei mir einziehen. Ich glaube, das soll auch im März erscheinen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah, nein, nicht vorbestellen. Ja, ich habe das schon vorbestellt. Technik, am 23. Februar soll es erscheinen. Mir fällt gerade auf, dass ich echt viele Bücher aus dem Fischer Verlag habe. Ein weiteres aus dem Fischer-Tor Verlag, was bei mir einziehen muss, ist nämlich von J. Christoph, Das Reich der Vampire, ein neues High-Fantasy-Buch von ihm, was ich auch schon ganz viel auf Instagram und generell auf Social Media gesehen habe. Und das Cover ist einfach der Hammer, finde ich. Es soll am 29. Juni erscheinen und ich lese euch jetzt wieder vor, worum es geht. Vor 27 Jahren ging die Sonne unter und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis. Als der junge Gabriel de Leon sein Heimatsdorf verlassen muss, führt ihn sein Weg nach Saint-Michon, zum Orden der Silberwächter, einer heiligen Bruderschaft, die das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Und noch ahnt er nicht, dass er zur größten Legenden des Ordens werden wird und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt. Hört sich mega gut an. Ich stehe ja total auf Vampirgeschichten. Ich wollte auch schon immer als Kind, ich wollte auch Prinzessin, aber davor wollte ich noch Vampir sein, weil Vampire sind cool. Überlegt mal, wenn ich ein Vampir wäre, wie viel ich lesen könnte. Weil cool. Also ja, bin ich super gespannt drauf, auch wenn die Vampire mal wirklich jetzt so in der Rolle des Bösewichte oder der Bösewichte sind, so wie es sich anhört. Ja, bin super gespannt auf jeden Fall. Dann haben wir wieder einen zweiten Band aus dem Inselverlag, nämlich Die Stadt ohne Wind, Band Nummer 2. Das heißt dann Das Mädchen des Waldes. Wieder ein total cooles Cover. Ich bin so froh, dass das jetzt auch übersetzt wird. Ich hatte erst ein bisschen Schiss, dass der zweite Band nicht übersetzt wird.
glaube, der soll im März oder April auch erscheinen. Und wer Stadt ohne Wind nicht kennt, das Ganze ist eine High-Fantasy-Geschichte, so ab 13 würde ich sagen, sehr anspruchsvoll. Und es geht eben um ein junges Mädchen, Aka, die seit einigen Jahren auf der Flucht ist. Sie hat magische Fähigkeiten und sie kennt ihren leiblichen Vater nicht, weiß aber, dass er in Hyperborea, hieß es Hyperborea? Ich meine ja, in einer ganz besonderen Stadt eben hausen soll, nämlich Hyperborea. Das Ganze ist unter einer Kuppel, eine Stadt, die in mehrere Etagen quasi geteilt ist. Und ganz oben leben die Zauberer. Es ist auch die einzige Stadt auf der Welt, wo man Magie unbehelligt ausführen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man hingerichtet wird. Und ja, eher unfreiwillig kriegt sie dann eine Lehrstelle bei einem Zauberer, der eben gerade selbst erst seine Prüfung abgeschlossen hat und zum Mentor geworden ist. Sein eigener Mentor wurde nämlich ermordet, oder es wird erst als tot abgetan, als normaler Tod, aber er vermutet eben einen Mord dahinter und Aka und er versuchen dann eben das Ganze aufzuklären. Sehr cool gemacht, sehr politisch, echt eine richtig coole Geschichte, die auch mal ohne Liebesgeschichte großartig funktioniert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und deshalb ja, bin ich jetzt sehr gespannt eben auf den zweiten Band. Dann hätten wir ein Kinderbuch von der Barbara Cantini. Ich glaube, so ab 8 wird das wieder sein. Barbara Cantini ist ja auch die, die Mortina geschrieben hat. Darum freue ich mich unglaublich darauf. Und es hat mit Hexen zu tun. Und es heißt diesmal Oscar und Ophelia, Flugstunde mit Kater. Hört sich total süß an, soll am 16. März zu erscheinen. Und es geht um... Oscar ist ein süßes, flauschiges Katerchen, findet aber einfach kein Zuhause. Ob es daran liegt, dass er manchmal, poff, ein bisschen zaubert? Ophelia ist eine Junghexe, die dem großen Flugtag entgegenfiebert. Doch ohne schwarzen Kater darf sie nicht starten. Die beiden scheinen wie füreinander gemacht. Doch sobald sie gemeinsam auf dem Besen sitzen, weiß man manchmal gar nicht mehr, wer hier poff eigentlich die Hexe ist. Hört sich sehr witzig, sehr süß an. Ich bin mega gespannt. Und denke, dass es mir gefallen wird. Dann ein dritter Band aus dem Arena Verlag, nämlich die Zuckermeister Nummer 3. Das wird dann das letzte Bündnis sein von Tanja Wosen. Wie gesagt, der dritte Band soll demnächst dann auch erscheinen. Ist eine Kindergeschichte, so ab 10, 12 Jahren circa. Und es geht um ein Mädchen, die nicht so wirklich viele Freunde in der Schule hat und dann aber im örtlichen Süßigkeitenladen bei einem Wettbewerb eine ganz besondere Schokolade gewinnt. Und bevor sie die aber selbst verzehren kann, kommt die Schulzicke quasi und klaut ihr diese Schokolade. Ja, was aber nicht so gut war, weil als sie die gegessen hat, sie plötzlich anfängt irgendwie nur noch rückwärts zu sprechen oder Seifenblasen zu hexen, die explodieren. Die Schokolade war nämlich verzaubert, besser gesagt verflucht. Und ja, sie will ihr jetzt irgendwie helfen und gemeinsam mit einem Jungen, der so zur skurrilsten Familie des ganzen Dorfes quasi gehört, decken sie die Geheimnisse der Zuckermeister auf, die eigentlich dafür da sind, Süßigkeiten in magische kleine Helfer für Menschen zu verwandeln. Und irgendwer führt damit aber eben Böses im Schilde. War eine total süße und tolle Geschichte über Süßigkeiten und Freundschaft, bei der man Hunger bekommt auf Süßes. Und hat mir sehr gut gefallen. Den ersten und den zweiten Band habe ich schon gelesen und freue mich jetzt eben auf den dritten. Dann kommt ein neues Buch raus von einer Autorin, die ich letztes Jahr für mich entdeckt habe, nämlich Jen Bennett. Das Ganze erscheint auch wieder im Carlsen Verlag, nämlich Die Anatomie der Nacht. Ist wieder ein Jugendbuch-Liebesgeschichte, so wie sich das anhört. Soll am 29. Juni erscheinen und ich lese euch jetzt wieder vor, worum es geht, weil ich habe es natürlich noch nicht gelesen. Bex zeichnet anatomische Studien, aber nicht jeder kann sich dafür begeistern. Jack verziert San Franciscos Bauwerke mit riesigen Goldbuchstaben, aber nicht jeder hält das für Kunst. Als die beiden sich zufällig im Nachtbus begegnen, sind sie sofort voneinander fasziniert und sie setzen alles daran, um sich wiederzusehen. Es ist der Beginn eines großen Abenteuers und bald schon viel mehr. Bei Tag und bei Nacht auf den Dächern der Stadt und in den Tunneln der U-Bahn wächst ihr Vertrauen zueinander und zwischen ihnen erblüht die Liebe. Klingt sehr süß, ich freue mich drauf. Dann kommt beim Glücksverlag ein Buch drauf, auf das ich mich mega freue. Es ist nämlich eine Geschichte zwischen Hades und Persephone. Nämlich A Touch of Darkness von Scarlett Sinclair. Das Ganze soll am 27. Mai erscheinen, dauert also noch ein bisschen. Und ich lese wieder vor, worum es geht. Nämlich Persephone ist die
Göttin des Frühlings, doch ihre Magie hat sich bis heute nicht gezeigt. Sie wählt daher den Weg einer Sterblichen, zieht für ihr Studium in die Hauptstadt und hat endlich das Gefühl, in ihrem neuen Leben angekommen zu sein. Doch auf einer Party im Nevernight, dem angesagtesten Club der Stadt, begegnet sie dem geheimnisvollen Hades und verliert eine Wette gegen ihn. Ohne es zu wissen, hat sie einen schier unerfüllbaren Vertrag mit dem Gott der Unterwelt geschlossen. Sie soll Leben in seinem Reich erschaffen oder sie verliert ihre Freiheit für immer. Dabei steht weit mehr auf dem Spiel, denn die Schatten der Unterwelt haben längst von ihrem Herz Besitz ergriffen. Ja, ich bin sehr gespannt und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich Persephone, wie spricht man die im Deutschen aus? Ich weiß es nur im Englischen. Naja, ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine. Klingt nach einem coolen Retelling. Ich bin sehr gespannt. Dann kommt noch ein Buch im Eichborn Verlag raus von Neil Gaiman, nämlich Sternwanderer. Das klingt auch total cool, sehr märchenhaft. Kommt nächsten Monat am 25. Februar raus oder diesen Monat, wenn das Video online kommt. Und es geht um: Das kleine Dörfchen Wall hat eine ganz besondere Attraktion. Eine unscheinbare Mauer, die durch das Land verläuft und der sich und in der sich eine Pforte in die Welt der Feen befindet. Durch diese Pforte tritt der junge Tristan, um seiner angebeteten Victoria einen vom Himmel gefallenen Stern zu bringen. Doch bald schon muss er feststellen, dass er nicht der Einzige ist, der es auf diesen Stern abgesehen hat. Klingt total cool. Ich habe bisher noch nie was von Neil Gaiman gelesen, bin aber super gespannt, weil ich gehört habe, dass er unglaublich toll schreiben soll. Ich habe hier von ihm auch noch die Straße am Ende, nee, der Ozean am Ende der Straße oder so. Ihr wisst, welches ich meine wahrscheinlich. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ebenfalls aus dem Eichborn Verlag erscheint dann noch Das Spiegelhaus von Carol Johnstone. Und das soll am 25. März erscheinen. Das klingt nach so einer richtig coolen, creepigen Geschichte. Ich lese wieder vor. In der Westerwick Road Nummer 36 am Rand von Edinburgh steht ein imposantes Anwesen mit vielen verwinkelten Gängen, mit dunkelroten Wänden und versteckten Zimmern. Dies war das Zuhause der Zwillingsschwestern Cat und Elle, die es liebevoll Spiegelhaus nannten. Hier gab es für die Mädchen einen besonderen Ort. Jede Nacht stiegen sie die Treppe hinab, öffneten die schwere Holztür und betraten einen geheimen Raum, in dem sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten. 20 Jahre später kehrt Cat in das Haus ihrer Kindheit zurück, denn ihre Zwillingsschwester Elle ist verschwunden. Was Cat nicht weiß, Elles Verschwinden ist kein Zufall, sondern Teil eines Plans, der enthüllen soll, was damals wirklich im Spiegelhaus geschah. Klingt sehr cool und spannend auf jeden Fall. Dann erscheint im Knauer Verlag noch Aya und die Hexe. Das ist von der Autorin, die, meine ich, auch das Wandelnde Schloss geschrieben hat, nämlich von Diana Wynne Jones. Und das soll am 1. Juli 2022 erscheinen. Ich lese euch wieder vor, worum es geht. Auf gar keinen Fall will die 10-jährige Waise Aya adoptiert werden. Nirgendwo könnte es so schön sein wie im St. Morwald Waisenhaus, wo alle immer ganz genau das tun, was sie sich wünscht. Dummerweise taucht eines Tages ein seltsames Paar auf, das sich durch nichts davon abbringen lässt, Aya mitzunehmen. Eigentlich ist Ayas neues Zuhause gar nicht so schlecht. Es steckt voller unsichtbarer Räume und geheimnisvoller Zauberbücher. Und einen sprechenden Kater gibt es auch. Kein Wunder. Aya ist im Haus der mächtigen Hexe Bella Jager gelandet. Dass sie der Hexe als Assistentin zu Diensten sein soll, geht dann aber doch entschieden zu weit für ein Mädchen, das seinen eigenen Kopf hat. Ja, bin ich super gespannt auf jeden Fall auch drauf. Klingt richtig gut und ich muss jetzt einen Schluck trinken. Als nächstes hätten wir Die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid aus dem Ullstein Verlag. Das Buch wurde auch bei BookTok die ganze Zeit gehypt und darum bin ich da eigentlich auch tatsächlich nur drauf gekommen. Ich glaube, ansonsten hätte das Cover mich nicht so sehr angesprochen. Es klingt aber echt spannend und es soll auch am 31. März rauskommen. Die einzige Hollywood-Film-Ikone Evelyn Hugo ist endlich bereit auszupacken und die Wahrheit über ihr schillerndes Leben und ihre skandalösen 7 Ehen zu erzählen. Sie fragt Lokaljournalistin Monique Grant als Ghostwriterin an. Monique ist darüber mehr als erstaunt, schließlich hat sie seit Jahren keinen großen Artikel mehr geschrieben. Könnte das ihre Chance sein? In ihrem luxuriösen Apartment über den Dächern Manhattans beginnt Evelyn Monique ihre Geschichte zu erzählen, vom Aufstieg in der Männerwelt Hollywoods, den goldenen Jahren der Filmbranche und einer geheimen großen Liebe, deren Scheitern der Preis für ihren Erfolg war. Als sich die Geschichte dem näher ändert, begreift Monique schließlich, auf welche schmerzhafte Weise ihr Leben mit dem des Hollywood-Stars verbunden ist. Klingt auch sehr cool. Dann
der, ich glaube, letzte Teil der Tom Babylon-Reihe, auf die ich mich auch richtig freue, nämlich Violas Versteck von Mark Rabe, auch im Ullstein Verlag erschienen. Die Reihe habe ich mal vor etlichen Jahren angefangen und war ein richtig cooler Thriller, der in Berlin spielt. Dort geht es nämlich um Tom Babylon, dessen Schwester vor ewigen Jahren verschwunden ist. Und als er dann zu einem Tatort fährt, weil er eben Ermittler ist, und dort eine Frau vorfindet, die in einer Kirche ganz grausam aufgehangen wurde wie ein Engel und aber einen Schlüssel trägt, mit dem seine Schwester eben verschwunden ist, hat er das Gefühl, dass er eben wieder auf die Schliche kommen könnte. Super spannend gemacht. Ich bin echt gespannt darauf, die Reihe nochmal von vorne lesen zu können und dann diesmal komplett durchlesen zu können. Das Ganze soll am 24. Februar erscheinen. Dann kommt noch eine Märchenadaption raus, nämlich von Kaylin Baron, Cinderella ist tot. Es kommt im Hein Verlag raus, bin ich auch sehr gespannt, ich liebe ja so Retellings. Das Ganze soll am 14. Juni erscheinen und ich lese euch wieder vor, wie jedes Mal. Ich bin wie so eine kaputte Schallplatte, worum es geht. Sophia lebt in Cinderellas Königreich 200 Jahre nach jener Ballnacht, in der Cinderella ihren Traumprinzen fand. Doch Cinderellas Geschichte dient inzwischen nur noch dazu, die Frauen zu unterdrücken und sie möglichst schnell bei einem großen Festakt im Schloss unter die Haube zu bringen. Wer sich diesem Ritual verweigert, wird getötet und wer am Ende der Weihnacht noch keinen Mann hat, wird ausgestoßen und verfolgt. Doch Sophia will keinen Mann. Sie flüchtet in den verwunschenen Wald und trifft dort Constance, die ihr zeigt, dass sie die Kraft hat, ihr Schicksal und ihre Welt für immer zu verändern. Klingt auch mega gut, finde ich. Dann soll ebenfalls im Heine Verlag von Mark Stay die Hexen von Woodville erscheinen. Der erste heißt Rabenzauber, soll am 11. Ich kann nicht mehr reden, ich habe zu viel heute geredet. Soll am 11. April erscheinen. Und es geht um Faye Bright hatte schon immer das Gefühl, anders zu sein als die anderen Mädchen in Woodville. Als sie das Tagebuch ihrer verstorbenen Mutter entdeckt, erfährt sie auch endlich warum. Fays Mom war eine Hexe und hat ihre magischen Fähigkeiten in ihre Tochter färbt. Jetzt muss Faye nur noch lernen, diese auch einzusetzen und das ein bisschen plötzlich, denn als eine Armee von verzauberten und äußerst angriffslustigen Vogelscheuchen auf Woodville zu marschiert, ist in dem beschaulichen kleinen Dorf im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los. Klingt sehr cool, klingt nach einer locker leichten Fantasy-Geschichte irgendwie, finde ich. Und ja. Dann kommt noch ein Buch aus offener Autorin, die ich glaube, was letztes Jahr, das kommt mir schon wieder so lange fair vor, aber doch, ich glaube, es war auch letztes Jahr, nämlich Caroline Brinkmann, die bringt im CWT-Verlag ein neues Buch raus, das heißt Aurora, das Flüstern der Schatten. Das soll am 8. August erscheinen und es geht um die Stadt Hansewall oder Hansewall, keine Ahnung, tagsüber ist zerrissen. Tagsüber herrscht die Gottheit des Lichts, doch die Nacht gehört einem gefürchteten Dämonen. Seit Jahren kämpfen die Anhänger beider Mächte vergebens um die Vorherrschaft der Stadt. Meine Fresse, was kann ich denn eigentlich? Cassandra will mit all dem nichts zu tun haben. Als sie doch eines Tages ein Mädchen... Klingt sehr cool. Ich hoffe, dass alles noch drauf war, weil meine Kamera mal wieder ausgegangen ist. So, wir nähern uns aber auch langsam dem Ende. Es sind noch ein paar Bücher. Als nächstes hätten wir noch Monster auf der Couch. Das Ganze erscheint im Penhaligon Verlag von Jenny Jägerfeld und Mats Strandberg. Mats Strandberg ist ein richtig cooler Horror- und auch Kinderbuchautor. Das Ganze soll am 14. März erscheinen und es geht um Serienkiller. Das fand ich richtig spannend. Ich lese wieder den Klappentext vor. Eine Psychologin verschwindet spurlos. In ihrem verlassenen Büro findet die Polizei Akten über ihre Patienten. Dr. Jekyll, Dorian Gray, Camilla und Viktor Frankenstein. Ist es möglich, dass die zum Leben erwachten Figuren der Schauerliteratur tatsächlich in Therapie sind? Welche Geheimnisse hat die Psychologin über sie herausgefunden? Warum befinden sich Blutspritzer auf den Dokumenten? Wollte die Verschwundene tatsächlich ein Buch mit dem Titel Monster auf der Couch schreiben? Nur wer die Akten der Psychologin durchstöbert, kann dem Mysterium ihres Verschwindens auf den Grund gehen und wir belohnt mit schauderhaftem Wissen, nämlich was uns Menschen zum Monster macht und Monstern zu Menschen. Klingt sehr cool und scheint auch sehr cool auszusehen, weil da so Fotografien und sowas mit drin sein sollen. Ich bin gespannt. Und dann hätte ich noch einen Krimi bzw. Thriller, nämlich 8 perfekte Morde von Peter Swanson aus dem Blanc Valais Verlag. Soll am 18. Juli erscheinen. Es geht um einen Mordhändler. Um meinen Buchhändler und Morde.
Nämlich, einst veröffentlichte Malcolm Kershaw, ein seines Zeichens Buchhändler und Krimi-Liebhaber, eine Liste der perfekten Morde der Literaturgeschichte auf dem Blog des Buchladens Old Devil's Bookstore. 10 Jahre später gehört Malcolm die Buchhandlung. Die Liste hatte längst vergessen und ist umso überraschter, als FBI-Agentin Gwen Mulvey bei ihm aufschlägt. Sie ist eine... ich kann nicht mehr lesen. Zum Glück bin ich gleich fertig. Sie ist eine Mordserie auf der Spur, die auf unheimliche Weise an Malcolms Liste erinnert. Doch Agent Mulvey ist nicht die Einzige, die sich für den eigenen brotlerischen Buchhändler interessiert. In Schatten lauert ein Killer, der jeden Zug von Malcolm beobachtet. Und er weiß um dessen Geheimnis aus der Vergangenheit. Klingt sehr, sehr spannend. So, und das letzte ist das Rotkäppchen-Retelling von Christina Henry. Das ist die Dunkelkönig-Chroniken 6, wobei man die nicht zusammenhängend lesen muss. Und darauf bin ich auch super gespannt. Es ist einfach ein Horror-Retelling von Rotkäppchen eben, was am 8. März erscheinen soll, auf das ich mich auch mega freue. Und das waren die 22 Neuerscheinungen, die ich gerne dieses Jahr lesen möchte. Ich muss jetzt erstmal einen Knoten aus meiner Zunge rausbekommen. Falls ihr auch eines der Bücher lesen möchtet, könnt ihr mir Bescheid sagen. Und ihr könnt mir ja sagen, welche Bücher ihr euch für 2022 vorgenommen habt, die neu rauskommen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out.